So, letzter Kandidat kommt bereits heran. Das ist Liefland für den Stall von Sascha Smirzek und dann 1600 Meter auf der großen Bahn. Alles startklar. Und Boxentüren auf für das letzte Rennen der großen Woche 2024. Liefland ist nicht sonderlich gut gestartet. An die Spitze setzt sich Frinton. So hat er zuletzt auch in Mülheim hoch überlegen gewonnen von Navarra an der Innenseite. Dann sehen wir Keanu als drittes Pferd vor Timotheus und Liefland am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter. Interessante Spurenwahl von Vladipanov, der sich jetzt so ein bisschen in die Bahnmitte und nach innen orientiert. Wir sehen das perfekt eingefangen von unseren Drohnenbildern. Ausgangs der Gegenseite. Frinton führt von Navarre, dahinter Keanu, dann Timotheus und ohne Cover, ohne Deckung aktuell Liefland am Ende des Feldes. So geht es durch den Rastatter Bogen ein letztes Mal hindurch. Frinton 3-4 Längen mittlerweile vor Navarre in zweiter Position. Dann ist es Keanu als drittes Pferd vor Timotheus an der Außenseite und Liefland jetzt mit Deckung am Ende des Feldes. Am Boxendorf geht es mittlerweile vorbei. Vom ersten bis zum letzten Kandidaten sind das keine 4 Längen. Frinton führt in den Händen von Vladipanov, von Navarra an der Innenseite. Außen Timotheus hat die Position verbessert, dahinter Keanu. Und dann versucht Liefland auch in die Entscheidung zu kommen. Mit Beginn der Iffezheimer Zielgeraden. Frinton führt vor Navarre, vor Liefland an der Innenseite. Macht spürbar Boden gut dort jetzt mit Tore Hammer Hansen und dann Keanu und dann ist es Timotheus. Frinton marschiert locker und leicht an der Spitze. Frinton vor Liefland, vor Navarre, die kann nicht zulegen. Frinton hingegen spielend leicht. Frinton führt vor Liefland an der Innenseite, vor Navarre außen. Frinton stiefelt immer weiter und er gewinnt genauso leicht wie beim letzten Start im gewöhnlichsten Handgalopp gegen Liefland. Dahinter erst Navarre, am Ende enttäuschende Dritte vor Timotheus und vor Keanu. Vorläufiger Einlauf, 12. und letztes Rennen, Tefan Sastro Cup, siegreich die 2, Frinton, Wladimir Panov, zweites Pferd die 3, Liefland, Tora Hammer Hansen, drittes Pferd die 5, Navarre, Burjan Mosabaye, vierter war die 1, Timotheus, Nina Baltromay und fünfter die 4, Keanu, Martin Seidel. Vorläufig heißt das 2, 3, 5, 1 und die 4. Ja, und hier vor der Binnensee-Tribüne, da kommt er zurück, der letzte Sieger der großen Woche 2024. Ja, genauso schnell wie im Rennen will er wieder zurück auf den Transporter womöglich nach Hannover in seine Box. Die Rede ist vom vierjährigen Arayon-Sohn Frinton aus der Zucht von Wolfgang Lechner im Besitz des Stalles Concours. Janina Rehse auf der neuen Bult in Hannover-Langenhagen, die Trainerin. Und der Siegjockey ist Wladimir Panov.
Tja, ein ganz tolles Pferd. Wir haben es im Frühling schon gesagt, Wladimir. Und ich glaube, dass er ein tolles Pferd ist, hat er gerade wieder spektakulär gezeigt, oder? Da gab es ja überhaupt gar keine Gegenwehr von den Gegnern heute im Rennen. Ja, also das hat er ganz einfach die Aufgabe gelöst. Wie ist er denn zu reiten? Weil für mich ist es so der Prototyp eines Rennpferds. Ja, also